Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge in der Serie Naturwissenschaftliches Denken 2020 Online-Heimpraktikum zur Pflanzenphysiologie. Das heutige Thema trägt den Titel Pflanzenernährung und die Kasseler Debarysche Symbiose. Worum geht's hier? Wir haben im Photosyntheseteil gelernt, dass Pflanzen als lebende Sonnenkraftwerke definiert werden können, weil sie in der Lage sind, über die grünen Blätter die solare Strahlungsenergie, also das Sonnenlicht, in chemische Energie in Form von Kohlenhydraten und anderen Assimilaten zu speichern, wobei das Kohlendioxid der Luft als limitierender Faktor dient. Bei diesem Prozess wird als Nebenprodukt Sauerstoff frei. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was benötigen die Pflanzen selber, um jetzt diese Primärnahrung oder Urnahrung hervorbringen zu können? Sie wissen alle, dass alles Fleisch, was Sie je gegessen haben und essen werden, einmal Gras war. Ja? Die Stoffkreisläufe in der Natur sind bekannt. Über Photosynthese wird letztlich pflanzliche Nahrung erzeugt und im einfachsten Fall wird ein Huftier, von mir aus ein Rind, auf die Weide geschickt. Es ernährt sich von Gras und daraus entsteht später dann Fleisch, also Muskelmasse, die der Mensch dann in Form eines Schnitzels oder was auch immer zu sich nimmt. Also wir sind bei der Frage angelangt, was benötigen die Pflanzen an sich, um als photoautotrophe Organismen, das heißt also Lebewesen mit der Befähigung und der Ausnutzung des Lichtes autonom, unabhängig, ja, Primärnahrung herstellen zu können. Da haben wir im Lehrbuch das Kapitel Pflanzenernährung, Kapitel 14, das haben wir in der Vorlesung gehört, und gleich das Bild 14.1 zeigt ein Grundexperiment, das Julius Sachs durchgeführt hat. Er hat auf dem Gebiet viel Pionierarbeit geleistet. Wir haben ihn oben dargestellt. Der Herr darunter ist der Anton Debary, über den wir noch sprechen werden. Gut, und auf diesen Seiten sind die Grundfragen erklärt, sodass ich jetzt also darauf aufbauend mit Experimenten, die wir in diesem Praktikum eigentlich durchführen, wobei Sie im Heimpraktikum von uns bestimmte Materialien mitbekommen, erklären kann. Entscheidend wichtig ist das Folgende. Erster Punkt. Im Wesentlichen nehmen die Pflanzen, also ich spreche von den Landpflanzen, von den Embryophyten, die wir eben aus Nutzpflanzen zum Essen eben verwenden, denken Sie an Kartoffeln, ne? Das ist nichts anderes als photosynthetisch erzeugtes Glukosematerial, was letztlich zur Stärke dann polymerisiert wurde. Die wachsen in Erde, logischerweise. Und da erfolgt dann eine Aufnahme von Ionen. Wenn wir also eine Pflanze betrachten, diese Erbse, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, dann ist völlig klar, dass die Ionenaufnahme, wir hatten ja gesehen, es gibt 17 essentielle Elemente, 9 Makro-, 8 Mikroelemente, wobei Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff über H2O, Kohlendioxid der Luft, aufgenommen werden und die anderen Elemente in Form von Salzen im Wesentlichen, ne, zum Beispiel Kaliumchlorid, KCl, absorbiert werden über die Wurzel, das ist ein aktiver Prozess, haben wir auch schon gesehen, ATP-abhängig. Borsäure, H3BO3, ist das einzige Element, in Anführungsstrichen, das als nicht dissoziiertes Molekül absorbiert und
letztlich dann auch in die Zellwände eingebaut wird. Das war der Hintergrund, jetzt legen wir los. Wir haben Experimente, die exakt in diesem Buch dargestellt sind. Wir beginnen auf Seite 118. Das ist nämlich das Kapitel, um das es jetzt geht. Das Kapitel heißt Pflanzenernährung. Und da ist nochmal zusammengefasst, was essentielle Elemente sind, wie die Ionenaufnahme erfolgt und dass es eben auch stickstofffixierende, in Symbiose lebende Organismen gibt. Die Erbse, die hier steht, ist da ein Beispiel. Es handelt sich um Pisum sativum, um Gartenerbsen. So, jetzt schlagen wir mal Seite 118 auf. Und da ist ausführlich und im Detail beschrieben ein Experiment, was wir jetzt durchführen. Das trägt den Titel Mineralstoffmangelexperimente, Grundversuch. Und dieses Basisexperiment kann wie folgt zusammengefasst und erklärt werden. Wenn man also nur sieben Tage lang Sonnenblumenkeimlinge entweder ansieht, das sind jetzt die Keimlinge, die bekommen auch Proben dann mit, wobei man das Material ausschließlich in mit Wasser befeuchtetem Permikulit ansieht. Also Keimlinge, die keine Chance hatten, über das hinaus, was die Mutterpflanze an Mineralstoffen, über die Keimlinge mitgegeben hat, von außen was aufnehmen zu können. Also im Grunde Material, das eine Art sterile bzw. ionenfreie Erde darstellt. In Vermiculit wächst viel weniger als zum Beispiel in Erde. So, wenn man jetzt die Pflanzen aber für nur 7 Tage in einer Standardnährlösung, Hoagland-Nährlösung, ist im Buch genau beschrieben, aus was die besteht, wenn man die jetzt entsprechend ansieht, die Keimlinge, dann kann man schon nach kurzer Zeit Erstaunliches beobachten. Nämlich im Grunde eine ganz andere Morphologie. Die Keimlinge sind im Schnitt kürzer, haben wesentlich größere Keimblätter, aber auch schon weiter fortgeschrittene Primärblätter, sodass wir sagen können, der Weg hin zur Photoautotrophie, also zum Leben als Organismus, der nur noch Ionen, CO2, Wasser und Sauerstoff benötigt. Der Weg dahin wird durch aktive Ionenaufnahme ganz stark vorangetrieben. Am Beispiel Sonnenblume. Es gibt Pflanzen, bei denen man nicht nach so kurzer Zeit schon derart drastische Effekte beobachten kann. Wir haben ja oben jetzt wieder dargestellt Julius Sachs, der Herr oben. Julius Sachs hat auf dem Gebiet Basisarbeit geleistet. Er hat zum Beispiel die Hydrokulturtechnik eingeführt, die wir aus zeitlichen Gründen hier nicht so durchführen können, wie man es eigentlich tun sollte. Wir haben also gelernt, wenn Keimlinge im Licht angezogen werden, dann entwickeln sie unter dem Einfluss von Mineralsalzen, wie sie in der Natur natürlich vorkommen. Also Naturzustand wäre der kleine Keimling mit den großen Blättern. Das wäre quasi ein Laborartefakt, ja? Denn unter solchen Bedingungen, wo quasi nur Wasser, aber keine Ionen vorhanden sind, wächst kaum ein Keimling heran. Es sei denn, er muss auf extrem nährstoffarmem Substrat heranwachsen. Das kommt natürlich vor. Also das repräsentiert eher den Standardkeimling, den normalen Keimling draußen, der die Mehrheit der Population repräsentiert. Und jetzt ergibt sich da natürlich die nächste Frage. Nämlich, das ist das zweite Experiment, wir haben 4 Experimente. Hier bekommen Sie Pärchen von Pflanzen mit, die Sie dann sorgfältig untersuchen, fotografieren und zeichnen. Der zweite Versuch schließt sich logisch an das erste Experiment an, nämlich im Text auch gleich auf
der nächsten Seite. Er läuft unter der Überschrift Abhängigkeit der Ionenaufnahme von der Photosynthese der Blätter. Dazu müssen Sie eins wissen. Das haben wir in der Vorlesung gesehen, ganz, ganz ausführlich. Stickstoff ist das wesentliche und wichtigste Mangelelement im Leben der Pflanzen. CO2 limitiert die Photosynthese, haben wir gesehen. Im Moment haben wir anthropogene Einflüsse, die Pflanzen schneller wachsen lassen. Aber immer noch ist natürlich CO2 limitierend im Moment bei der jetzigen Konzentration. Ganz gravierend ist aber in allen Fällen der Stickstoffmangel. Und deshalb gibt es ja die bekannten NPK-Dünger, ne? Also Düngemittel, bei denen letztendlich Stickstoff, meistens in Form von Nitrat, Phosphor in Form von Phosphat und Kalium in Form von Salzen, wie Kaliumnitrat zum Beispiel oder auch KCl, beigegeben sind. Also die Bedeutung des Stickstoffs. Und wie in dem Praktikumsbuch und auch im Lehrbuch noch ausführlicher dargestellt, hängt unter natürlichen Bedingungen die Photosynthese natürlich logischerweise ab vom Nachstrom an Mineralsalzen, aber umgekehrt die Ionenaufnahme wieder von der Photosynthese ab. Man kann jetzt einen Modellversuch durchführen und letztlich zeigen, dass bei etwa 80% Gesamtionenaufnahme, die in Form von Nitrat erfolgt, ne, oder Ammoniumionen, dieses limitierende chemische Element einsetzen. Also wir haben praktisch ein Experiment, bei dem wir das Stickstoffmangelsyndrom ausnutzen. Wir werden jetzt zum Beispiel den Pflanzen Ammoniumionen angeboten, dann kann man Experimente entsprechend durchführen, die aber von der Anfertigung her sensibel sind. Wenn man das Experiment so macht, wie im Buch dargestellt, also Keimlinge werden mit Agar in Agar eingebettet und dann wird einmal das System im Dunkeln gehalten und dann werden nur die Blätter belichtet, dann kann man beobachten, dass es über einen pH-Indikator zu einer Anfärbung der Rhizosphäre kommt. Die Wurzeln wachsen in Weichagar. Diese Gelbfärbung deutet eine Ansäuerung an und durch diese aktive Ansäuerung der Rhizosphäre werden NH4+ gleich Ammoniumionen aufgenommen. Also die Ammoniumernährung wird über diesen pH-Indikator sichtbar. Und dieses in der Zeitschrift Biologie in unserer Zeit ursprünglich beschriebene Experiment, wenn man es richtig durchführt, liefert die Resultate, die ja dargestellt sind. Da es aber anfällig ist, insofern als dass zum Beispiel die Keimlinge ganz vorsichtig gehandhabt werden müssen und so weiter, haben wir hier einen Ersatzversuch. Das sieht so aus. Wenn man also Keimlinge verwendet, die geöffnete Kotyledonen vorweisen, im Licht gewachsen, die in Agar einbettet und eben im Licht stehen lässt, dann kann man zeigen, dass über diesen Farbumschlag, also gelbe Farbe, deutet Ansäuerung gleich Ammoniumionennahme auf, dann kann man eben zeigen, dass in der Tat im Licht die Wurzeln durch Abgabe von Protonen Ionenaufnahme durchführen. Also im Grunde Photosynthese der Blätter, Saccharosetransport, Zellatmung, ATP-abhängig, aktive Ionenaufnahme. Wir haben jetzt als Kontrolle hier einen ethylierten Keimling verwendet und in diesem Einzelversuch kann man durchaus sehen, dass dieser Gelbbereich wesentlich geringer ausfällt als in der Kontrolle, also wir haben nur ein bisschen gelb. Hinzu kommt, dass der Keimling natürlich jetzt schon wegen der Filmerei seit einiger Zeit im Licht steht, da wird er langsam auch grün. Also durch so eine Dunkelkontrolle kann man
die Lichtabhängigkeit der Ionenaufnahme belegen. Ich weise aber darauf hin, dass wir genau diesen Versuch, den wir für das Praktikum jetzt mal als Kontrolle durchgeführt haben, wiederholen müssen. Das ist ein vorläufiges Experiment. Das wird wiederholt und ich werde Ihnen in einer weiteren Sendung dieser Reihe nochmal ein Experiment zeigen und dann Ihnen mitteilen, ja, das ist wiederholbar, reproduzierbar, oder nein, dieser Kontrollversuch, den wir für dieses Praktikum angesetzt haben, war eine Ausnahme von der Regel. Also das Prinzip der Wiederholbarkeit, der Reproduzierbarkeit spielt da natürlich entscheidend mit. Lassen wir uns mal überraschen, das Einzelexperiment sieht vielversprechend aus, aber nur Dinge, die man unabhängig von der Person immer wieder im Rahmen eines Fehlers finden kann, also reproduzierbare Daten, sind Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnisse, aus denen dann Hypothesen, Theorien, ja sogar Naturgesetze abgeleitet werden können. Wir können das zum Beispiel sagen, Julius Sachs, da hängt er hinten oben, hängt er ja, hat beobachtet, dass die Mineralstoffernährung in irgendeiner Form von der Photosynthese abhängt. Heute können wir sagen, ohne Photosynthese werden die Wurzeln nicht mit Saccharose versorgt. Es können die dort lokalisierten ATP-abhängigen Ionenpumpen, ich drücke mich mal vereinfacht aus, nicht arbeiten. Und deshalb kann die Ionenaufnahme nur begrenzt, aber nicht in dem Umfang, wie sie notwendig wäre, stattfinden. Das ist die Hypothese, die ich jetzt gerade hier auf Grundlage dieses Experiments formuliert habe. So, wir haben also das Experiment Nummer 2, Ionenaufnahme, Beispiel der Stickstoffernährung, behandelt. Jetzt kommen wir zum Experiment 3. Und das müssen wir jetzt verbinden mit dem Experiment 4. Der Titel lautet ja Pflanzenernährung und die Kasseler-Debarische Symbiose. Es geht hierbei um einen weltbekannten, in Deutschland weitgehend in Vergessenheit geratenen Biologen, Anton de Bary. Wir haben hier ein Foto von ihm hängen. So sieht er, so hat er ausgesehen. Der ist leider im Alter von 58 Jahren an Krebs verstorben, grausam. Guckt meistens ziemlich böse auf den Bildern, war schon schwer krank. Anton de Bary war ein genialer Biologe, so genial, dass ich in meinem Buch Darwiniana Nova, verborgene Kunstform der Natur, 2011 erschienen, ein ganzes Kapitel dem Leben und Werk dieses genialen Mannes gewidmet habe. Anton de Bary war einerseits der Begründer der Phytopathologie. Er hat als erster entdeckt, warum die Kartoffelfäule, also die Tatsache, dass Kartoffeln, wenn sie von bestimmten Schaderregern, ne, die als Pilze bezeichnet werden, sind aber gar keine Pilze, in Wirklichkeit Phytophthora, ist also systematisch was anderes. Wenn sie also von Phytophthora befallen werden, da hat er auch Rezepte ausgegeben, wie man diese Kartoffelfäule bekämpfen kann. Er hat also die Phytopathologie begründet, die Wissenschaft von den Pflanzenkrankheiten. Er hat vor allem auch ganz viele Dinge bewiesen, die heute zur Selbstverständlichkeit zählen. Zum Beispiel, dass es keine Urzeugung gibt. Das hat er bei anderen Lebewesen, die von Pasteur ignoriert worden sind, überzeugend dargelegt. Er hat auch die Pilzforschung, Mykologie mitbegründet. Ganz vor allem hat er, und das muss ich hier ausdrücklich erläutern, die Myxomycetologie, also im Grunde geprägt über ein maßgebliches Buch. Und hier an der Universität Kassel gab es mal einen Doktorand, das war der Dr. Thomas Hobbe, jetzt an der Universität Jena tätig. Der hat bei mir seine Doktorarbeit über Myxomyceten durchgeführt und hier haben wir zum
Bild aus dieser Monographie. Das sind plasmodiale Schleimpilze, so werden sie auch genannt. Und da konnten wir den Sexualzyklus dieser Produktisten ergründen. Wir konnten zeigen, dass es Plus-Minus-Paarungslücken gibt und so weiter und so weiter. Ganz spannende Sache. Wir haben sogar eine Art entdeckt und beschrieben. Und vor allem molekulare Stammbaumanalysen durchgeführt. Jetzt komme ich aber zum Punkt, warum wir Anton de Bary mit Kassel verbinden. Anton de Bary war in Straßburg und an der Universität Freiburg als Professor tätig. Er hat in Kassel 1878 einen Vortrag auf der 51. Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte gehalten. Und hier in Kassel wurde der Begriff Symbiose geprägt und definiert. Der Vortrag von Professor Anton de Bary erlebte von 1831 bis 1888, lautet also über Symbiose. Und da schreibt er, er definiert den Begriff gleich im ersten Satz, Symbiose, das ist das Zusammenleben ungleichnamiger Organismen. Heutzutage wird der Begriff erweitert. Wir unterscheiden zwischen dem Mutualismus, Parasitismus, Kommensalismus. Das sind aber fließende Übergänge. Das steht jetzt nicht zur Debatte. Entscheidend ist, dass Anton de Bary ein Versuchsobjekt verwendet hat, das wir in diesem Online-Praktikum ausführlich jetzt gleich besprechen werden. Nämlich, es handelt sich um einen Wasserfarn der Gattung Azolla, der wiederum Cyanobakterien der Gattung Anabaena als Symbionten in seinem Körper trägt. Ich zeige Ihnen, was Sie bekommen werden. Wir haben hier eine Schale mit diesem Azolla-Farn, also im Prinzip ein tropischer Schwimmfarn. Sie bekommen kleine Stückchen, die vermehren sich vegetativ, also asexuell, durch Knospung, Sprossung. Und was Sie da machen werden, Sie werden Quetschpräparate erstellen und diese Quetschpräparate sehen so aus, dass man einfach zwischen zwei Glasplättchen so ein Stückchen vom Farn zerdrückt und dann sieht man was, was Sie im Heimpraktikum leider nicht erkennen können, nämlich diese herausgedrückten Fäden dieser Cyanobakterienart. Wir haben jetzt auf Seite 123 ein Bild, damit können Sie sich zumindest mal trösten, besser als nichts, nämlich da sehen wir ein Foto von diesem Azolla caroliniana, gibt es verschiedene Arten. Exakt diese Pflanze hat Anton de Bary erforscht. Er hat diese symbiontisch lebenden, stickstofffixierenden Cyanobakterien, früher mal Blaualgen genannt, beobachtet, gezeichnet und das Zusammenleben dieser Cyanobakterien mit diesem Schwimmfarn. Das hat er hier in Kassel 1878 mit dem Namen Symbiose versehen. Also die Stadt Kassel ist dadurch unter anderem nicht gekennzeichnet, dass sie natürlich den weltbekannten Komponisten Louis Spohr hier hatte, der ganz bedeutende Werke komponiert hat. Ich möchte mal auf seine Sinfonien hinweisen, seine Kammermusik. Die Violinkonzerte liegen mir jetzt weniger, weil ich selber Klavier spiele. Also Louis Spohr, ganz, ganz bedeutender Mann, aber Anton de Bary war ebenfalls in Kassel, zumindest als Vortragsredner und hat hier diesen Begriff Symbiose geprägt. Ich komme zum Abschluss der Serie, der Vierer-Serie, nämlich die Experimente zu den Wurzelknöllchen bei Gartenerbsen.
Und das ist relativ einfach, nämlich da haben wir auf dem Buchcover ein wunderschönes Bild. Genau das können Sie beobachten und ich erkläre jetzt, Verweis auf Seite 123, ich erkläre jetzt kurz die Logik, worum es bei diesem Versuch geht. Es wurden also im Vorfeld Erbsen angezogen, die Wurzeln dieser jungen Erbschen, die zunächst auf Vermiculit anwuchsen, waren glatt. Denken Sie noch an das Experiment, tobende Kleinkinder, da habe ich Ihnen diese Erbsenkeimlinge in die Kamera gehalten, Sie haben welche mitbekommen. Und Sie haben gesehen, dass die Wurzel keinerlei knöllchenförmige Auswüchse zeigt. Werden jetzt Erbsen entweder in normaler Erde oder in Erde, die zuvor autoklaviert worden ist, angezogen, dann kann man unterschiedliche Entwicklungsprozesse beobachten, je nach Erbsenart verschieden. Autoklaviert heißt, es wurden vorab alle Lebewesen dieser Erde getötet. Das heißt, von den Springschwänzen, vielleicht auch kleine Regenwürmer, bis hin zu den Myxomyceten, die leben da natürlich, Bakterien, ist alles durch Hitze und Druck vernichtet worden. Wir haben also tote Erde verglichen mit normaler Erde, mit der üblichen Bodenflora wie auch Fauna. Und nach etwa sechs Wochen werden dann die Wurzeln entsprechend präpariert. Also wir nehmen im Grunde die Pflänzchen, die Pflanzen aus dem Topf raus, untersuchen die Wurzeln, waschen die Wurzeln, befreien sie von der Erde. Und dann kann man das sehen, was Sie hier abgebildet haben, was aber auf dem Cover noch schöner dargestellt ist. Im Falle der normalen Erde mit Lebewesen, also mit Bakterien in dem Fall, Rhizobien, spezielle Bakterien, die mit den Wurzeln eine Symbiose eingehen, sie werden angelockt, aufgenommen, verkerkert, versklavt, fixieren Stickstoff. Dieser Stickstoff wird in Form bestimmter Aminosäuren dann nach oben transportiert. Also eine Stickstoffautonomie, Pflanzen, die mit Hilfe von Bodenbakterien, die sie sich als Symbionten kultivieren, in der Beziehung unabhängig von der Ionenaufnahme. Sie können also ihren Stickstoff quasi mit Hilfe der Symbiose selbst generieren, denn denken Sie immer dran, Pflanzen wachsen in 78% Stickstoff, leiden aber praktisch immer unter dem Mangel dieses Makroelements. Sie werden also Proben bekommen, plus minus dieser Wurzelstücke. Bitte beobachten Sie die entsprechenden Proben, Zeichnungen anfertigen, Fotos anfertigen, anhand des Praktikumsbuchs plus Skript ein kurzes Protokoll anfertigen und denkt daran, 1878 wurde hier in Kassel von dem berühmten Biologen Anton de Bary im Rahmen eines Vortrags der Schlüsselbegriff Symbiose geprägt. Denken Sie daran, alles Leben ist Symbiose. Auch wir Menschen könnten ohne unser Mikrobiom, also unseren Bakterienbesatz, innen wie außen, nicht gesund leben. Die Mehrzahl der Bakterien sind gutartig, wenige sind schädlich. Und mit dieser frohen Botschaft möchte ich diese Serie vorerst beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.